Einen wunderschönen guten Abend zu den Games Welt News. Mein Name ist Kuro. Heute ist Mittwoch, der 10. Juli 2019 und wir haben folgende Themen für euch. Und zwar hat Nintendo die Lite-Version der Nintendo Switch enthüllt. Es gibt neue Zahlen zu Pokémon Go und die sind echt krass. Blizzard released StarCraft Cartooned und Final Fantasy VII Remake. Das könnte vielleicht auch für die Xbox One erscheinen. In den letzten Wochen und Monaten gab es ja immer wieder Gerüchte bezüglich einer abgespeckten, kleineren Version der Nintendo Switch. Jetzt hat Nintendo tatsächlich die Katze aus dem Sack gelassen und die Nintendo Switch Lite angekündigt, kostet $199, soll am 20. September erscheinen, hat ein etwas kleineres 5,5 Zoll Display und keine abnehmbaren Joy-Cons, man kann es auch nicht in die TV Docking Station packen, ist also eigentlich eher ein Handheld. Pokémon Go gibt es ja schon seit einigen Jahren jetzt für iOS und Android-Geräte. Jetzt gibt es neue Zahlen diesbezüglich, wie erfolgreich denn das Spiel ist. Ne? Man kann halt durch die Straßen gehen und Pokémon sammeln. Auf dem Handy. Also der Traum eines jeden kleinen Pokémon-Trainer. Aber diese Pokémon-Trainer haben auch relativ viel Geld ausgegeben, denn während Pokémon Go 521 Millionen Mal heruntergeladen wurde, konnte das Spiel einen Gesamtumsatz von 2,65 Milliarden US-Dollar erzielen. Das ist eine ganze Menge. Schon allein in diesem Jahr hat Niantic, die Entwickler von Pokémon Go, 395 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht. Das ist eine Steigerung von 19% im Gegensatz zum vorherigen Jahr. Wer leidenschaftlich gerne StarCraft Remastered spielt und sich denkt so, ach, das Spiel könnte aber mal einen neuen Anstrich vertragen, für den hat Blizzard vielleicht etwas Passendes im Blizzard Shop im Angebot, und zwar StarCraft Cartooned. Und das macht mit StarCraft genau das, was der Name halt andeutet. Und zwar wird das komplette Echtzeit-Strategiespiel in einer Cartoon-Grafik eingetaucht. Sieht sehr abgefahren aus, es gibt einen Trailer diesbezüglich. Aber ihr braucht dafür die StarCraft Remastered-Version. Dann könnt ihr die komplette Einzelspielerkampagne in diesem Cartoon-Look spielen. Ihr könnt mit anderen Leuten im Ranked-Modus zocken, selbst mit Leuten, die halt nicht diese Cartoon-Version von StarCraft haben. Wie gesagt, ihr braucht dafür StarCraft Remastered. Dann kostet die Cartooned-Überarbeitung 9,99 €, wenn ihr StarCraft nicht besitzt, beziehungsweise StarCraft Remastered. Das normale StarCraft zählt in dem Fall nicht. Dann gibt es sozusagen ein Komplettangebot für knapp 25 €. Aktuell ist es ja zumindest so, dass Final Fantasy VII, das Remake, exklusiv für die PlayStation 4 erscheint. Nun hat ausgerechnet Xbox Deutschland aus Versehen mehr oder weniger ein Video veröffentlicht, das halt andeutet oder zumindest behauptet, dass Final Fantasy VII Remake auch für die Xbox One erscheint. Und zwar zeitgleich wie mit der PlayStation 4 Version, und zwar am 3. März 2020. Dann hat sich aber Maxi Graef, Communications und Social Lead bei Xbox Germany, dazu geäußert und hat gesagt, hey, hier gab es intern in der Redaktion einen Fehler. Wir haben nicht alle Spiele, denn in diesem Video sollten halt mehrere Final Fantasy Teile gezeigt werden. Wir haben nicht alle Spiele auf deren Exklusivität geprüft und wir haben derzeitig natürlich keine Ankündigung zu bezüglich Final Fantasy VII Remake zu machen. Von daher, falscher Alarm, sorry. Schaut einfach weiter. Ja, jetzt bleibt es natürlich trotzdem spannend, ne? Weil sowas passiert ja nicht einfach so. Vielleicht gibt es ja die kleine Hoffnung, die keimte zumindest bei Xbox-Besitzern, dass Final Fantasy VII, das Remake, zukünftig vielleicht auch auf der Microsoft-Konsole erscheint. Das war's mit den Games Welt News für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und auf Wiedersehen.